Ja, natürlich. Trage ich auch die geilen Stiefeletten. Die Pornoschlappen. Nein, Biker-Boots. In Schuhgröße 47. Und wenn es in 47 was gibt, dann kauft der Papa das. Denn es gibt nicht immer was in 47. Und vor allen Dingen nichts, wozu Schuhmachermeister Eisenhut in Dortmund-Eichlinghofen an der Stockholmer Straße sagt: Ja, einmal lohnt noch. Und was soll ich euch sagen? Er hat bisher zu diesen Stiefeletten, die inzwischen so 20 Jahre alt sein dürften, Entschuldigung, Jürgen, schon fünfmal gesagt, einmal geht noch. Aber wenn er gleich gesagt hätte, fünfmal geht noch, hätte ich ja gesagt, ja, ganz schön teuer. Herzlich willkommen, guten Abend. Ich bin hier im Studio mit dem wunderbaren Jürgen Ohls, Chef. Hi, hallo. und da ist er doch. Ja, und der war übrigens bei der Bundeswehr. Das ist heute sehr ausgewogen hier. Bewohnt zur Strafe den russischen Teil des Tisches, während ich bei unseren Star Spangled American Friends bin. Und hinter der Kamera, das kennt ihr noch aus dem Leak, über den wir ja auch in der aktuellen Folge ein bisschen gesprochen haben, den wir uns angeguckt haben. Da gibt es ganz am Anfang eine Sequenz, wo nicht vier, sondern fünf Leute, nein, es sind vier Leute in der Schaltkonferenz, aber Inspekteur Gerhards fehlt noch und dafür leitet diese Schaltkonferenz auf dem, wie wir inzwischen wissen, todsicheren Webportal WebEx ein. Hauptmann Irrgang, der zugleich unter gefälschtem Vornamen Detlef bei Cottbus gespielt hat. Heute noch in der Altherrenmannschaft. Ich bitte um Fragen an Marco Irrgang. Den haben wir reingelegt. Der sagte, er müsste Ja. die Kamera machen, aber weit gefehlt. Heute soll es nur um ihn gehen. Nein. Schön, dass du da bist, Marco. Und jetzt geht es bereits um meine Frisur, das interessiert mich. Ich sehe aus wie Helmut Schmitz. Nein, Jürgen sieht aus wie Helmut Schmitz, unehelicher Sohn. Ja, Was ist da stimmt. dran, Jürgen? Ja. Na, ich komme zumindest aus Hamburg. Also da So. ist schon mal gut. Ich bin auch in Langenhorn geboren tatsächlich. Also da, wo auch Helmut Schmidt herkommt. Langenhorn Den ist, das kann Rest, man so sagen, auch wenn Kinder zuhören. mit dem Rest müsste ich, glaube ich, noch mal über meine Mutter sprechen. Oder mit deiner Mutter. Ja, genau, mit meiner Mutter, ja. Aber Okay. ich wüsste da eigentlich nichts. Alles gut. Aber mit Menthol zum Beispiel, das ist tatsächlich so, dass ich gerne so Menthol-Sachen mag. Vielleicht ist das Wir geben auch uns eine Stunde, dann muss Jürgen rauchen. Das benutze ich als Ausrede eine. dafür, dass ich dann rauchen muss. Freunde, wie schön und Freundinnen, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch. Wir haben jetzt heute einfach mal erst im ersten Schritt dafür gesorgt, dass ihr den ehrwürdigen Jorge auch sehen könnt, dass der ehrwürdige Jorge auch ein Mikrofon hat. Das wurde zu Recht angeregt im vorigen Chat. Und ansonsten haben wir jetzt noch kein Thema so gesetzt, worüber zu reden wäre. Wir sind auf euch angewiesen. Die türkische Fahne steht auf dem Kopf, wenn das mal keinen Ärger gibt. Wir Ja. haben zurzeit keinen türkischstämmigen Mitarbeiter im Team. Woher sollen wir es wissen? Ich habe noch mal alte Fragen. Wir haben noch mal geguckt, was so gekommen ist beim letzten Mal. Und da waren noch ein paar Sachen übrig, die wir noch nicht. Wir hatten ja fast alle Fragen beantwortet. Wir haben ja so eine ewig lange Liste, da kommt dann immer Haken dran, beantwortet und so. Das wird auch in der Abteilung. Wir haben eine eigene Abteilung für solche Fragen, Die die wir das arbeitet aber beantworten. auf Karteikartenbasis. Ich Genau, ja. möchte mal eben, Jürgen, Ja. behalte den Gedanken, Sprachpolizei. Hey, Alter. Ja, es war kein C-Moll, es war ein D-Moll. Wenn die Gitarre ein bisschen länger wäre, könnte ich hier unten C-Moll greifen. Aber für dich und alle, die es bemängelt haben. C-Moll. Sorry. Gut. Nord vor Mucke, einer unserer Hey. also grandiosen Wegbegleiter, nahezu Großartige von Anfang Unterstützer. an, ja, genau, Ja. fragt, ob du einfach kein Privatleben hast oder kein schönes Zuhause und woher deine Energie kommt. Also wir müssen ja positiv. Also ich gebe dir einfach mal Schwung da rein, Das weißt du? Wo kommt stimmt. diese irre Energie? Also jetzt in der milden Herbstsonne meines beruflichen Werdegangs stelle ich fest, dass ich wieder da ankomme, wo die Kumpels in meiner WG als Volontär beim Westdeutschen Rundfunk davon sprachen, dass nur ein geringer Teil meines Lebens nicht gesendet würde. Also dass ich da irgendwie schon relativ triebig gegenüber Mikrofonen war. Und ich finde es erstaunlich, jetzt im fortgeschrittenen Lebensalter, nach 40 Jahren faul hinterm Schreibtisch und Gebührenmilliarden, wie Julian Reichelt sagen würde, dass ich jetzt noch mal gerne arbeite. Ein bisschen Frieden gilt immer. Kann man immer spielen, möchte man aber nie hören. Was für eine Gitarre? Das ist eine schöne Guild.
Auch wenn ihr gefordert habt, dass ich das auf einer Gretsch spiele, die wir echt, das können wir gar nicht bezahlen hier, eine Gretsch. Die habe ich von meinem Schwager gebraucht gekauft, weil ich die im Urlaub gespielt habe und wir aneinander gewachsen sind. Ich mehr an die Gitarre als sie an mich. Und nach dem Urlaub gesagt hat, hör mal, wenn ihr da immer rumsteht im Ferienhaus, dann kann ich die auch direkt kaufen. Danke Peter, Schwager Peter. Der hat noch schönere. Also es ist eine Gretsch, es ist eine Guild, keine Gretsch. Aber beides teuer, ne? Oder? Hauptsache. Weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt meinen Schwager nicht beschämen, für wie billig er mir die gegeben hat, also unter Kaufpreis. Aber eine Gretsch wäre richtig teuer. Ja? Ja. Gibt's denn da noch viele von diesen Dingen? Oder werden die erst teuer, wenn es nicht mehr ist, wenn die nicht mehr gebaut werden? Es gibt tatsächlich solche Gitarren, so Jahrgangsgitarren, wo man sagt, also die Gibson Les Paul, 59er gut, aber 60er schon böse. Und dann gibt es Leute, die bauen genau die neue. Die ist dann teurer, als wenn du heute einfach eine neue Gibson kaufst. Ja. Da habe ich doch gleich eine Anschlussfrage. Glaubst du, dass die Ampel die Legislaturperiode durchhält? Passt gut, ne? Oder? Ja. Das fragt 8 Watt. Also mit 8 Watt kannst du auch keine Ampel betreiben. Also er geht davon aus. Das ist ein kleiner Zimmerverstärker, der würde mir hier schon helfen. Das sind ja Kollegen, die immer gerne Kameras kaufen und irgendeinen Schrott für den Schnitt oder die Regie. Aber wenn ich mal sage, ich hätte hier bitte mal einen Monitor und seines 8 Watt, das ist gar nicht wenig, dann, dann heißt es, nee, da ist jetzt kein Geld für da. Übrigens, danke für eure Spenden, Unterstützung, Kanalmitgliedschaften. Das ist, dass es überhaupt geht. Und zum Beispiel Jürgen heute ein zweites Mikro hat, eure Kohle. Danke. Was war die Frage? Ja, mit der Ampel, ob die durchhält bis zum Schluss. Zu deiner Einschätzung. Also es ist ja jetzt inzwischen üblich geworden, dass Herr Linnemann und Herr Merz und alle möglichen Rabauken immer ein konstruktives Misstrauensvotum fordern, so unter dem Motto, Wahlergebnisse auf 4 Jahre erkennen wir gar nicht mehr an. Und ist es wahr, dass Herr Merz ein Schattenkabinett aufstellt? Habt ihr das gelesen? Habt ihr das gelesen? Hauptmann Irrgang nickt. Danke, Marco. Das wird immer absurder. Also Schattenkabinette gibt es in Großbritannien, weil da innerhalb von 6 Wochen aus dem Nichts Neuwahlen, mir war halt danach, kann die Premierministerin und Premierminister sagen, angeordnet werden können. Und in Deutschland brauchst du sowas nicht. Also das geht schon so ein bisschen, gibt es nicht diesen neuen Verfassungsschutz-Straftatbestand der verfassungsfeindlichen, ja, so Verunglimpfung. Destabilisierung, ja, genau, der öffentlichen Ordnung oder so, ja. Also was man Schwurblern gerne vorhält, um sie irgendwie beobachten zu dürfen. So scheiße drauf gegenüber Deutschland ist genau der richtige Wortlaut da. Genau. Da würde ich bei der CDU jetzt mal genauer nachgucken. Aber vielleicht kommen da auch nur alle rein, die einen Schatten haben. Es sah so aus. Ja, es gab doch mal so, auch, wer hat das noch gemacht mit seinem Perspektiv? Nur der BVB. Perspektivkabinett. Wo dann irgendwie alle 3 Wochen. Ja, das macht man vor der Wahl, ne? Dass man dann so eine Gurkentruppe hat, wo grundsätzlich jahrelang Gertraud Höhler bei jeder Partei und jeder Wahl Wirtschaftsministerin wurde. Das kann man ja auch als Castingshow machen. Das neue Perspektivkabinett. Ja, ich habe neulich so einen Formatvorschlag auf dem Tisch gehabt und habe den abgelehnt. War das falsch, Jürgen? Da kommt auch an, wie das gemacht ist, ne? Also möglichst viel Konflikte. Ein paar Influencer mit reinwerfen, dann wird das. Ja, ich habe das. Und dann Reaction-Video darauf natürlich auch. Was hat er falsch gemacht und so. Ich habe das abgelehnt, weil ich dachte, da kommt definitiv, wenn man das als eine Castingshow macht, also da ging es um die Auswahl der Kandidatur für Oberbürgermeister in Köln, weil ja Frau Reker nicht mehr weitermacht. Und so wie es aufgestellt war, habe ich gedacht, die werden den größten Lachs finden. Also es gibt dann halt den schlimmsten Populisten. Mhm. Ja, eigentlich finde ich es ja gut, wenn man jetzt Teilhabe, also wie kann ich mitmachen, wenn man das sichtbar machen könnte, auch in der Form, die unterhaltsam ist, ist ja gar nichts dagegen zu sagen. Aber natürlich würden sie alle aufregen, klar. Das ist ja, wenn sie nicht mit an Bord sind. Wir müssen dann auch ein Gremium erstmal einberufen, die darüber entscheiden, dass das proporzmäßig alles richtig zusammengesetzt wird und so. Also ich glaube, das ist ein super Format für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Für Zio Pipo begrüße ich den Rücktritt von Victoria Nuland. War die überhaupt noch irgendwas? Wie schön, fuck EU, wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben.
Wer kommt nach Scholz und wann? Also die SPD, das spricht man gerne schon mal davon, dass sie personell ausgeblutet sei. Das ist, glaube ich, eine schlanke Formulierung für Christine Lamprecht, die am Ende der vorigen Legislatur 7 Ministerien auf einmal verwaltete. Ich finde die aber jetzt zum Beispiel mit Kühnert auch gar nicht so schlecht aufgestellt und Klingbeil. Also die haben da ja lauter Jungs leider. Ich als Feminist der ersten Stunde sehe das kritisch, aber da mache ich mir gar nicht so viele Sorgen. Also für die paar Mandate, die die noch kriegen, haben die genug Leute. Hier E-Takat 2521 tritt Köpersbusch eigentlich noch im Fernsehen auf. Der ist doch voll auf Linie, da gibt es doch keinen Hinderungsgrund. Ja eben, deswegen morgen Abend heute Show bin ich wieder dabei. Systemling, willst du machen? Ja, das geht auch immer schön hin und her, ne? Zwischen, was? Also bei dir, so zwischen Vorwürfe Systemling und jetzt wieder NATO-Sprech und dann zwischendurch so, jetzt ist er aufgewacht kurz, ja, aber dann schläft er wieder ein. Wenn ich einen hellen Moment habe. Ich habe von einem Kumpel Dankeschön zugespielt bekommen, dass dieser stillgelegte Chefredakteur von RT Deutsch, Juri Holtmannspötter, ich weiß es nicht, dass der wiederum einen in diesem Kanal veröffentlichten Radio 1 Kommentar von mir als Beweis meiner völligen Systemtreue und Putin-Feindschaft länglich zitiert hat in wiederum seinem Klickmonster-Kommentar. Und das ist sehr schön, weil wenn mir jetzt wieder Putin-Knechtschaft unterstellt wird, kann ich sagen, guck mal, da ist ein Putin-Knecht, der bestreitet, dass ich ein Putin-Knecht bin. Feuer unterm Haus in der kommunistischen Jugendherberge oder nee, das sind ja Nationalisten, ne? Autoritär-Nationale. Radonov, Rodonov, wie heißt denn dieser Kasper? Keine Ahnung. Marco guckt nach. Hauptmann Irgang, die Leitung steht. Ja. Wir sind gut ich möchte gerne jetzt einen Leak haben, wo vier hochrangige Diplomaten und Diplomatinnen im Außenamt Meinungen austauschen, ein Briefing für Frau Baerbock. Vielleicht kann man das während der Garderobe oder dem Haarstyling machen. Vorbereiten, wie so eigentlich Friedensverhandlungen gehen. Und dann zu dem Ergebnis kommen, ist politisch nicht erwünscht. Russe? Mal die Ohren aufmachen, vielleicht läuft da was. Wenn Sie es dürfen. Die Heute-Show, da geht es echt um Reichweite. Nee, es geht um Spaß. Ich finde die verdienstvoll, weil die Zielgruppen erreicht, die sich sonst, glaube ich, mit Politik nicht alle so beschäftigen und die holen sich da ihre wöchentliche Dosis in einer sehr netten Schoko-Umhüllung ab von der Bitteren Medizin und das unterstütze ich gerne. Ich kann da auch machen, was ich will, um dem gleich vorzubeugen. Ja, da streicht mir keiner was aus dem Manuskript, es sei denn, es ist ein echt schlechter Witz und dann freue ich mich, weil man von den Kolleginnen und Kollegen da vorneweg von Olli auch immer noch was lernen kann, was Verständlichkeit in der Satire angeht. Und ja, also da ich ja schon mal früher auch beim Fernsehen gearbeitet habe, die zahlen nicht zu viel. Daran anschließend CEO Pipo, der fragt natürlich jetzt auch ganz konsequent, ob du dich schon beworben hast als neuer WDR-Intendant. Wobei ich gehört habe, dass er jetzt angekündigt hat, dass der nächste Intendant deutlich weniger verdient wird. Hat er gesagt. Allein, weil aber er die Kohle ja mitgenommen hat, ist ja auch nichts mehr da. Also Kai Gnifka hat das im SWR angeboten, mit dem Verwaltungsrat muss das dann, glaube ich, sein, zu verhandeln, sein Gehalt abzusenken. Hat keine Zahlen genannt, weil das ja erst verhandelt werden muss. Und WDR-Intendant, boah, ja, es gibt da ausreichend Kandidaten und ich kenne den Jörg Schönborn von den Kandidaten und ich glaube, der ist schon lange dabei. Wer kennt den Laden? Aber da ist doch jetzt Schluss, ne? Also der hat doch jetzt noch, wie viele Jahre hat er? Ach so, ja, das sagt man dann so, der müsste es jetzt machen, weil beim nächsten Mal sei er zu alt, weiß ich nicht. Ich hatte mal das Vergnügen, bei Radio Bremen gebeten worden zu sein und habe das geprüft vor Ort und war ruckzuck, das kann mein Fehler gewesen sein, da dass man sagt, ja, musste mal mit der X-Partei und mit der Y-Partei, die haben eine bedeutende Stimme im Rundfunkrat reden und dann sagte die X-Partei, naja, für uns das Wichtigste ja, dass wir in Buten und Binnen immer vorkommen und unsere Politikerinnen und Politiker interviewt werden und da kommt ja die Y-Partei doch sehr oft drin vor und dann irgendwann war ich handstreichartig
im Diskurs mit allen möglichen Parteien, und die alle in Buten und Binnen vorkommen wollten. Und da habe ich gedacht, das ist gar nicht meine Idee von, was ein Intendant intendiert, da so politische Bälle in der Luft zu halten. Und dann stand das auch alles schon am nächsten Tag in der Bild-Zeitung, wo ich dachte, super, ich habe mit niemandem drüber geredet. Das ist ja auch nicht ganz dicht hier. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin ja Journalist, ich kann keine Rundfunkpolitik und keine Politik erst recht. Und das Einzige, also ich habe immer Intendanten geliebt, wie den großen Friedrich Nowotny, die sich einfach konsequent aus dem Programm rausgehalten haben. Und genau das wäre ich ja nicht, weil mich nur das Programm interessiert. Damit würde es auch schnell untergehen. Das wird ruckzuck. Ja, aber Jürgen, so Sendergeschäftsführer oder eben bei öffentlich-rechtlichen Intendanten, die in die Redaktion kommen und sagen, Jürgen, ich habe da eine Riesenidee. Ja. Dann sagst du doch, komm, geh vor die Tür. Ja, das stimmt. Ja. Mach deinen Job, also halt uns den Rücken frei. Ja, genau, das ist ja so. Aber sich da vorzustellen, zu sagen, die machen schon ihren Job, aber ich glaube, die fingern schon viel rum. Weißt du, also. Ich habe in der Zeit im WDR mehr vorauseilenden Gehorsam als direkten Befehl erlebt, was bedeuten kann, dass ich unter geilen Intendanten da gearbeitet habe. Der Chefredakteur heißt Ivan Rodionov. Ah, genau. Name vergessen. Wie heißt der? Ivan Rodionov. Schon wieder vergessen. Ja. Warum sehe ich aus wie Rudi Carrell? Weil ich alles wegrauche, was Rudi aus biologischen Gründen liegen gelassen hat. Wie lange brauchst du für die Gitarrenparts am Ende? Also wie viel Vorbereitung? Kommt drauf an. Ich suche natürlich aus dem, was die Kolleginnen und Kollegen unter dem Stichwort Historisches in der Konferenz vorschlagen, das aus, was ich sowieso schon kann. Und eine haarsträubende Begründung. Oder ich muss es immer so, das ist eigentlich ganz gut, wenn ich Manuskript schreibe für die Moderation und einen völligen Block habe, nicht weiterkomme oder das alles scheiße finde, was ich da bis dahin geschrieben habe, dann muss man mal die Sportart wechseln. Und dann suche ich mir ein YouTube-Tutorial von, keine Ahnung, Kylie Minogue und spiele das nach, weil die morgen Geburtstag hat. Gibt es denn von jedem Song dann YouTube-Tutorial? Also es gibt so viele Tutorials, dass ich ziemlich beleidigt bin, 1961 geboren zu sein. Aber da musstest du eine Schallplatte kaufen, das kostete schon ein Schweinegeld. Und dann musstest du 58 Mal immer wieder den Saphir auf die eine Stelle tun und dann schnell gucken, ist das der Akkord? Nee, ist er nicht. Die Gitarre wieder weg, wie dann sagt, das war so scheiße. Ja. Vor allen Dingen, wenn man die Grundvoraussetzungen mitbringt, die du ja teilst, absolute Talentlosigkeit. Jürgen war konsequent und ist gleich in eine Punkband gegangen. Ja, das war halt dieser Spruch, this is an accord, A, this is another, now form a band. Also yes. Das war genau, noch zwei, drei Akkorde und dann wild rumgeschrien und so. Das war galt als der wild gewordene Pfarrerssohn. Bin immer in kurzen Hosen rumgelaufen. Und in der Hafenstraße. Aber du bist ja gar kein Pfarrerssohn. Nee, ich bin Soldatensohn, das ist auch noch ganz schlimm. Also alles komplett durcheinander. Und die Punks in der Hafenstraße haben mir gesagt, super Auftritt, aber du hast zu viel gegrinst. Okay. Das war schon. Uns fehlte der Disse da drin. So, naja, so die gesamte eher Verdrossenheit an allem und so. Und Hafenstraße war ja auch kein Ort, an dem man richtig. Oh, aber ich meine, wenn in eurem Bandrekord stand, dass es die Heimat macht. Von der Hafenstraße. Nee, so gut war man auch. Wir waren ja, aber das muss man behaupten, das ist fucking Pop-Business. Ja, das war schrecklich. Ja, wir fangen da nochmal ganz von vorne an. Ich würde schnell im ÖRR gecancelt, außer dass ich eine Radiorubrik bei Radio Bremen, ÖRR, eine Radiorubrik bei Radio 1, RBB, ÖRR und einen gelegentlichen Job bei der Heute-Show habe. Also das KTV, was wir hier machen, würde da. Angefangen mit Formalia wie, wir sind mal 5 Minuten, mal 15 Minuten über Scheiß was auf Rechte, bis zum Inhalt, glaube ich, auch ab und zu. Also wir haben ja hier 2013 ein Embryonalstadium, dieses KTV mal gemacht, Tagesschau für den WDR. Und da gab es schon mal Diskussionen. Das haben wir aber auch bewusst gemacht, weil ich ja schon ein paar Vorstrafen im WDR hatte. Und haben damals vereinbart, okay, wir machen diese wahlkampfbegleitenden 32 Sendungen, glaube ich. Und die Sendereihe endet am Freitag vor der Wahl. Und wir wussten auch, die nächste Rundfunkratssitzung ist nach der Wahl, sodass wir im Grunde unabsetzbar waren. Das war die Sendung, die sich selber absetzt. Das hatte ich mir gewünscht und unter der Bedingung dann auch nur gemacht. Das war schön. Von daher bin ich da nicht gecancelt worden. Das war Mitte der 90er, da bin ich da rausgeflogen.
Genau. Leon Herbst fragt nochmal mit, jetzt da kommt natürlich die obligatorische Zackfrage, ob du sowas nochmal vorstellen könntest. In der Art. Ja, die Frage ist nach der Art. Zack war damals innovativ und für Fernsehsehgewohnheiten auch tabubrechend, tabuverletzend. Und es hat gar keinen Sinn, heute irgendwelche Tabus der frühen 90er zu brechen. Oder was in den frühen 90ern innovativ war, ist heute völlig alter Käse. Wir sind es auch selber schuld, wenn wir das mit dem alten Styropor-Logo von Zack triggern. Mhm. Habe ich das erlaubt? Nö. Aber das ist ja wohl auch vollkommen egal. Du hattest gesagt, wir können das verlosen. Also wenn du wirklich möchtest. Ich brauche das nicht mehr. Dann verlosen wir das. Ist das ein Original? Anglo-De, wo hast du LPs für 16,10 Mark gekauft? Bei LP in Bochum aber doch. Und zwar welche, die sonst keiner mehr haben wollte. Den Heute-Show-Humor so qualitätsmäßig. Ich liebe das, was möglicherweise in dieser Frage insinuiert, unterstellt, nicht geliebt wird, wenn es richtig krachalbern wird. Ich liebe das, sich das zu erlauben. So wie der große Harry Rowohlt sagte, ihr werdet euch eines Tages im Himmel für jeden Kalauer, den ihr nicht gemacht habt, entschuldigen müssen oder rechtfertigen müssen. Gute Frage, der Missal, das finde ich sehr schönes Verschwörungsding. Ja. Der Parabelritter geht jetzt nach Kritik zum MDR Funk. Wer trägt daran die Schuld? Das liegt zeitlich bedenklich nah an der Adelung durch Herrn Küppersbusch. Ja. Also du hast sozusagen zu verantworten, dass der dunkle Parabelritter jetzt bei Funk mit Gold und allem überschüttet wird. Also ich habe mich erstmal riesig gefreut, als der Prinz, der Parabelritter, in dem Take, in dem er eben seinen Eintritt zu Funk erklärt hat, schon vorausahnt, sagte, sie müssten ja jetzt so Schnittlisten machen und das sei nicht ohne. Das machen wir hier seit 40 Jahren. Wir machen auch GEMA-Listen und wow, was für Listen. Und das ist für Autorinnen, Autoren die Hölle. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass der Sender uns nicht bezahlt, wenn nicht die letzte GEMA-Liste vorliegt. Und dass dann wiederum unsere Produktionsleitung Anja den Autor nicht bezahlt, wenn nicht die letzte. Und das ist so richtig, wie Sie haben Ihre Steuererklärung nicht abgegeben, Sie kommen ins Gefängnis. Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie nicht 400.000 Euro im Jahr ein. Werden Sie nicht WDR-Intendant. Mhm. Ich möchte mal sagen, mein Chat hakt, wenn da mal jemand kompetent reingreifen könnte. Ich bin jetzt immer noch bei, vielleicht in den letzten 5 Minuten niemand was geschrieben. Could this be? Das letzte ist, ich habe hier Heike zu. Ja. Sie findet die Ampel so naja. Sie findet auch die CDU so naja. Ja. Wird es irgendwann mal eine gute deutsche Regierung für die Menschen und nicht für die Wirtschaft geben? So. Also. Ja, ich habe jetzt einfach das hier komplett getiltet. Eine Großteil meiner Plattensammlung kommt noch von Karstadt Grabbeltisch, genau. Und da ist er, Axel Urbanski. Axel, ey, ich habe Urbaniak und was nicht alles draus gemacht. Wir haben das ja zwischendurch so ein bisschen geklärt, dass ich das mit dem Herner stellvertretenden Bürgermeister verwechselt habe. Und in Dortmund gab es auch mal einen. Der Mann heißt jedenfalls hier Axel Urbanski. Herzlich willkommen. Geh mal weg. Ja, stimmt auch. Ich habe jetzt deine Frage überschlagen. Nee, das ist doch egal. Nee, die war super. Nee, glaube ich nicht. Achso, eine Sache, die ich super finde, es gibt immer wieder Kommentare, die uns vorwerfen, dass wir Kommentare löschen. Ja, das ist nicht so. Nee. Also ich lösche 2 Sachen. Ich lösche diese mit dem, also diese Sexspots, mit den, wo immer Hintern drauf sind. Die Frau mit den schönen Augen. Die dich immer loben, also sagen, noch nie so einen tollen Inhalt gesehen. Das hat sich nicht nachdenklich gemacht, dass sie immer die schönen Frauen mich loben. Ja, aber das waren so viele. Da fällt selbst Jürgen mir auf, das kann nicht sein. Ein ganz feiner Kerl, ein väterlicher Kollege, aber er hat ein Problem mit Eifersucht. Also wenn schon jemand drunter kommentiert hat, dann lasse ich das stehen. Aber wenn die ganz frisch sind, weil die kommen am Anfang ja immer rein, dann kommen die weg. Was ist dann, wenn man da irgendwie draufklickt, kriegt man dann eine neue Freundin oder was wird da beworben? Ja, ich glaube, man... Hast du nicht drauf geklickt? Nein, nee, aber ich vermute, das geht ums Kennenlernen und um Liebe und Heirat und so. Also und das drückst du weg? Ich bin ja schon verheiratet. Und einmal ist Bremer Recht, oder wie heißt das? Nee, so geht das bei mir nicht. Nee, was wollte ich denn jetzt fragen? Achso, nee, und dann löschen wir nur,
diese Krypto-Spinner. Also die bringen dann ja auch immer gleich 10 Kommentare. Die haben uns auch mal den ganzen Kanal gehackt, das war nicht nett. Da waren wir auf einmal irgendwie Elon Musk und wollten Bitcoins verkaufen. Und dann aber geht ein Dank raus an Ralf Bremer. Also bei YouTube, der uns, glaube ich, und natürlich unser Technik-Staff, die uns das in, glaube ich, 24 Stunden repariert haben. Ne? Ja. Wenn es das erste Mal passiert, ist man schon ein bisschen aufgeschmissen. Da saß ich im Theater, also to be honest, das war ich, weil wir ein Werbeangebot hatten und das sah eigentlich auf den zweiten Blick sehr dilettantisch aus und eigentlich auch schon auf den ersten Blick, ich hätte es erkennen müssen, aber dann habe ich gesagt, ja, schickt mal den Vorschlag und den Vertragsentwurf, das war super doof. Und dann kam so ein Video, das war okay und dann war der Vertragsentwurf, da habe ich draufgelegt, da passierte nichts, aber da passierte doch was, was ich aber nicht mitgekriegt habe. Und ich weiß noch, dass ich abends im Theater war und gucke immer, ist der Kanal noch da? Und dann plötzlich war Elon Musk da und dann wusste ich, okay, das war jetzt doch ein bisschen weitreichender, die Störung. Also, Heike, nein, deine Frage ist nicht egal. Stell sie nochmal, mein Chatfeld ist plötzlich sehr verkleinert und ich kann nicht alle gleichzeitig sehen. Kommentare direkt weg, geht uns auch so. Also Jürgen hat eben gesagt, wo hier die Kommentarpolizei aufpasst, ansonsten löschen wir gar nichts. Und mir geht es selber so, dass ich etwas poste oder dass ich Posts zu beantworten versuche und dann ist meine eigene Antwort weg. Eine Zeit lang fühlt es sich an, als dürften es nicht zu viele werden. Das stimmt aber irgendwie auch nicht. Nee, das es sind definitiv Sortierung. Nicht. Also wenn man mal irgendwie ein bisschen was Räudiges schreibt und dann erscheint dieser Kommentar nicht, dann liegt es nach meinem Eindruck nicht an dem Räudigkeitsgehalt, sondern das ist völlig random, welche verschwinden. Das hängt auch, das ist immer mit der Sortierung, wenn man dann auf alle geht und Neueste zuerst und so, dann tauchen die auch wieder auf. Also es hat manchmal mit den Suchfenstern zu tun. Axel, Volvo V70, 5-Zylinder-Dieselmotor. Geiles Auto, wird nicht mehr gebaut. Nein, man kann über das Schicksal von Julian Assange keine Satire machen. Man kann ja zurzeit über vieles keine Satire machen, aber wie der große Dieter Hildebrand sagte, über Helmut Kohl macht man keine Witze, da lacht man direkt, selbst das geht nicht. Man kann, Erich Kästner hat mal gesagt, man kann keine Satire übers Wetter schreiben, man kann höchstens die Wolken und den Regen so beschreiben wie Menschen und dann kann man darüber wieder lachen. Und das alles, ich wüsste keinen Weg, auch in 100 Jahren nicht, die lustige Filmkomödie Robin Hood hieß damals Julian Assange, schwer. Gut, kommst du nochmal zu deiner... Wird es irgendwann eine gute Regierung geben? Wird Serdar Somuncu zurückkommen? Das ist für mich eine Frage. Kommst du eigentlich auf deine... Ich habe jetzt, wo war das hier? Axel, wir verstehen uns da mit den Autos. Ob du deine Wortspiele alle selber machst oder ob das im Team entsteht? Im Team? Na, diese Wortakrobatik und so. Naja. Habe ich nicht letztes Mal euch schon gelangweilt mit der sehr zu Herzen gehenden Anekdote, dass ich als Kind unter Legasthenie-Verdacht stand? Ja, ne? Ist ja voll geklärt. Gut. Wie siehst du KI im Journalismus? Soul Flares? Es gibt viel Schrottjournalismus. Und ob denn die KI macht oder sich Menschen dafür prostituieren müssen, sollte mir eigentlich egal sein. Ich glaube nur, dass die KI viel schneller lernt als Menschen und viel genauer ausfingert, wo sind Trigger, wo bleiben die Leute dran, wo lesen sie weiter, wo gehen sie aus dem Text raus und dem Publikum noch mehr nach dem Instinkt, nicht dem Verstand, sondern so dem Bauch geschrieben wird und Inhalte und Texte wichtiger werden, die einfach nur die richtige emotionale Bindung herstellen und Inhalte, die wirklich relevant sind, nicht erkannt werden, weil sie vielleicht ein bisschen komplizierter sind. Also große Angst davor, klar. Weil da werden ja viele Kolleginnen und Kollegen einfach... Ja, du siehst das erdiger. Das stimmt. Das wird sehr, sehr viele Jobs kosten. Oder sagen wir mal, das, was jetzt an journalistischem Produktionsvolumen anwächst, wird gar nicht von Menschen gemacht. Genau. Dann sagt man, ach guck mal, das kostet überhaupt nichts. Eine Freundin, anderes Genre, Werbeagentur, sagt... wir haben jetzt hier für den Kunden den Prospekt fertig gemacht und der Kunde ist zufrieden und möchte den jetzt auch für sein internationales Klientel in 8 Sprachen haben
Und dann sagt ihr Mitarbeiter, Knopfdruck, fertig. Mhm. Und dann sagt sie, geil, weil pro Übersetzung eines solchen Prospekts kann sie 10.000 Euro aufrufen, mal 80.000 Euro für nichts. Übermorgen wird aber der nächste Kunde sagen, Übersetzung, die kostet doch nichts. Ja. Und ganz sicher sind die Jobs von diesen 10 Übersetzern in Spanisch, Ukrainisch, Türkisch, you name it, die Jobs sind weg. Und ja. Das wird bei uns ähnlich sein. Das glaube ich auch. Das haben wir ja auch gehabt beim Transkribieren von Interviews, also dass es plötzlich ruckzuck geht. Man sollte über Menschen Satiren machen, die Assange so behandeln, wie er behandelt wird. Das ist richtig. Für den ESC gibt es ja auch so ein Quorum wie Bundespräsident. Muss man mindestens 40 sein oder muss man mindestens Letzter werden? Das könnte ich schaffen. Ernst Schweig fragt, was ist beim Training der Küppi-KI schiefgelaufen, dass sie so dem Russen nahestehen? Ich sitze auf der amerikanischen Seite des Tisches. Die Frage bitte an Putin-Knecht Olz. Orlov heißt er in Wirklichkeit. Wir haben da beide nichts mit zu tun. Wir stehen irgendwie. Also im besten Fall stehen wir. Ich habe eine Spielen, Wildcard oder? Von Herrn Radionov, Chef von RT Deutsch, Chefredakteur, der sagt also, ich sei nach gerade das Gegenteil. Vielen Dank, Kollege. Dovadic. Ja, wir hatten uns ja schon bei Gazprom angedient, hatten sogar. Ja, wir hatten hier so einen Banner wegen Banner, der Kohle. Genau. Ne? Also dachten wir, die Schalke nicht mehr sponsern, worin sie völlig recht haben. Dass sie dann uns die Kohle geben können, haben sie aber nie gemacht. Ja, da kam nichts, ne? Das war nee, Sprachpolizei. Überhaupt nichts. KI ist leicht zu erkennen, das eben nicht. Im Moment ist noch so, was man uns gibt, so ChatGPT, der uns dann irgendwelchen Schlamm erzählt, wo man leicht erkennt, wie schlecht das recherchiert, das System. Aber ich glaube, die wahre KI ist schwer zu erkennen, weil wir sie schon längst nicht mehr erkennen. Ein netter Brief von meiner Omi. Nein, das war die KI. Kommen wir immer wieder die Fragen zu unserem Alter. Hier ist ja auch CIS-Alarm. Ja. So gerade. Wenn man so alt und intelligent ist, kommt man mit dann in allem so durcheinander, dass man am besten lebt mit immer weiter so. Komische Beiträge in den letzten Monaten. Ja. Ja, das hoffen wir doch, ne? Ja, das wollen wir stark hoffen. Schaut Küppersbusch TV, denn in ein paar Jahren gibt es so viele weiße alte Cis-Männer überhaupt nur noch im Zoo. Das ist ein kleines Gehege. Da kann man am Automaten auch weiße alte Cis-Männer-Futter ziehen. Das ist dann so Klischee-Scheiße, irgendwie eine Flasche Hannen alt und Bacon. Und noch gibt es das hier in freier Wildbahn. Was ist mit dem Monitorbeitrag per KI über die AfD? Ah, ja, habe ich gesehen. Also fand ich, Jürgen, du fandst ihn gut, sag ja, du mal. Ja, ich fand das gut. Also es war zumindest ein interessantes Experiment und das war, fand ich, auch sehr schön durchgezogen und dann am Ende auch mal hingeguckt und mit den Leuten gesprochen. An sich fand ich das fand ich zumindest mal innovativ. Also so und mit so einer, finde ich, auch Recherchetiefe, die wirklich okay war. Also es war nicht nur Spielerei. Ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist so eine Spielerei, aber sie sind da noch hingegangen und haben geguckt, wie könnte das sein. Und in der Summe auch schon sehr beängstigend. Also das ist ja tatsächlich was. Man hat das Gefühl, man ist auf so einem, man rutscht so ein bisschen schief am Abhang runter, so mit 8 Grad Neigung und so. Und unten hinten sieht man das Loch, wo man reinfällt, aber sagt, nee, das wird schon gut gehen. Und das ist nicht safe. Ne? Und da können viele nicht drüber sehen, dass das nicht immer gut geht. Martin Weig wohl sein Meister nächstes Jahr. Es gibt kein Altenwort des Jahres. Das Jugendwort ist das Altenwort. Da sitzt ja irgendeine Jury und denkt sich, es wäre doch mal cool, wenn wir cool wären. Heute ist es technisch deutlich besser, sagt Oliver Moll. Ton, Kamera, Hauptmann Irrgang hat die Leitung gesteckt, direkt zum Russen. Ja. Das läuft. Das wird auch im Kreml jetzt live noch gestreamt. Wehrpflicht für Bundespräsidenten und Politiker. Ja, ich kann in diesen Tagen einen alten Traum von mir, der ist 45 Jahre alt, wiederbeleben. Und zwar, es gibt einen verpflichteten Gemeinwohldienst, den inzwischen Mädchen und Jungen, vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, sonst sind die Jahrgänge ja viel zu stark, trotz allem, ableisten müssen.
Und wer statt dieses verpflichtenden Gemeinwohldienstes, also helfen im Kindergarten, im Altenheim, im Pflegeheim, Stadtpark aufräumen, keine Ahnung, wer stattdessen zur Bundeswehr will, muss eine Gewissensprüfung ablegen und da vor drei stillgelegten Sozialkundelehrern im Alter von 140 pro Stück, das Stück sagt man nicht zu Sozialkinderlehrern, nur geiles Sozialkundestück, jedenfalls überzeugend darlegen, dass er bereit ist, irgendwelche Leute zu töten, wenn es der Hauptmann befiehlt. Da wäre ich dann gerne dabei. Welches Trauma, CEO Pipo fragt nochmal, welches Trauma muss man durchlebt haben, damit man BVB-Fan wird? Das sind so, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass es eine Suggestivfrage ist. Ja. Tom Trana, jetzt Artikel 4,3, ist das der KDV? Ihr habt das Recht, Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. Sonst schreib es mal bitte kurz rein, dann sage ich dir dazu was. Propylen war Mitglied der deutsch-russischen Gesellschaft und hat als letzter die Tür zugemacht. Oder bist du noch da? Die Ampel sowie Opposition machen einen Überbietungswettbewerb, wo gespart werden soll, während zig Milliarden Steuern jedes Jahr in der Allgemeinheit vorbei versteckt werden. Das finden wir schlecht. Grüße gehen zurück nach Istanbul an Ahmed. Was halte ich von BSW und AfD? Ich finde, also jetzt nicht, dass ich die Frage nicht korrekt finde, die ist korrekt, finde ich. Aber das sind Medienphänomene, gut teils die AfD nicht mehr, aber ihr Weg nach oben war, ein Medienphänomen zu sein, ein paar Regeln zu brechen, in ein paar Talkshows rumzulaufen, mit einem Deutschlandfähnchen zu winken, würde uns nie passieren. Und deswegen habe ich da ein gespanntes Verhältnis zu, weil das uns als Journalistinnen und Journalisten ein bisschen die Frage vorlegt, ob dieses Mann beißt Hund-Ding. Also da ist endlich, da hast du immer langweilige CDU, SPD, FDP, Grüne inzwischen irgendwo zwischen langweilig und hoppla. Und da ist was Frisches, jemand, der sich daneben benimmt oder der ein Tabu verletzt oder der Randale macht. Und da fokussieren wir halt aufgrund medieninhärenter Gründe drauf. Und da kriege ich langsam so ein schlechtes Gefühl. Also ich meine, was wäre Frau Wagenknecht ohne Massenmedien? Auf die sie den ganzen Tag rumschimpft. Also es spricht ja in jede Kamera rein, dass sie nicht in genug Kameras sprechen darf. Crazy. Na, das lebt natürlich, aber da sind wir ja nicht ganz unschuldig. Es lebt ja auch immer von Polarisierung und Zuspitzung und so. Und die liefern natürlich genau diese Polarisierung, die du brauchst. Ich habe letztens auch gelesen, dass Politik mittlerweile auch so die Attitüde von Fußballspielen hat. Also bist du dafür, bist du für die einen, bist du für die anderen. Auch so eine sowas Sportliches, sowas Popkulturelles. Also Politik gerät in den Bereich vom Popkulturellen. Und ja, das klar. Wird alles komplett durcheinander gemixt. Was wir heute in KTV erzählt haben, ich finde, ein bestechender Punkt ist, wenn jetzt wie Markus Söder, der Kriegsherr aus Bayern sagt, das ist also die gefährlichste und zerstörerischste Waffe, die wir in Deutschland haben. Ich kann es militärisch nicht einschätzen, aber es klingt ja so. Und der Minister hat eine halbe Stunde Zeit, sich die mal kurz erklären zu lassen. Dann macht er wesentlich mehr Medienarbeit als im Hintergrund. Also das hat mich erschrocken. Ich dachte, da sitzen die Tage und denken nach, wie kriegen sie es hin, wie kriegen sie es nicht hin, wo sind die Grenzen. Und natürlich ist Spitzenpolitik ein Castingverfahren auch. Mhm. So, es war der KDV, ne? Der 4-3. Und ich freue mich nach wie vor. Richard von Weizsäcker hat als Bundespräsident mal gefordert, man müsse diese Menschen, man dürfe die öffentlich nicht mehr Kriegsdienstverweigerer nennen, man müsse die Wehrdienstverweigerer nennen. Und ist dann als Bundespräsident darauf hingewiesen worden, was in der Verfassung steht. Sollte man gelesen haben. Ob wir noch Karten für die Palastrevolution verlosen? Im Moment nicht, Andreas. Im Moment bieten wir die einfach nur an und freuen uns darauf. Also da bin ich auch nicht Herr des Verfahrens. Das ist natürlich Thilo bei Jungen naiv. Und ob es da noch nicht... Er hat mir nur jetzt, der ist im Moment im Urlaub,
geschrieben und hat das sozusagen aus der Ferne gezündet, dass die Karten ziemlich schnell weggehen. Also kann ich leider nicht versprechen. Wie viel passen denn da rein? 600, 650. Okay. Ja. Was soll er als HSV-Fan dazu sagen, dass er mit dem lieben Jürgen in einem Boot ist? Jürgen hat heute nur sehr ausnahmsweise mal einen Pro-Bono-Hoodie an und changiert ansonsten zwischen HSV und St. Pauli. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Nee, also ob man hier in Köln abwechselnd FC, Viktoria und Fortuna ist. Nee, geht gar nicht. Geht eigentlich gar nicht. Auch als Hamburger. Jürgen, das geht eigentlich gar nicht. Als Hamburger ganz schlimm. Ich habe ein großes Herz, ich habe auch drei Kinder. Also das geht, da passt viel rein. Die verteilst du über die Clubs oder wen? Wie ist denn die Gesinnung der Clubs bei deinen Kindern? Meine Tochter ein ist FC, einer so Henry. Die sind natürlich schon länger in Köln. Paul ist so mittelinteressiert und Johanna, die interessiert sich auch nicht. Die wettet, bei Kicktipp ist die immer ganz weit vorn. Okay. Aber so richtig, so super tief drin, so ist sie nicht. Und das mit dem HSV, das ist schon, ich mag beide einfach, beide Vereine. Das sind unterschiedliche Konzepte. HSV ist ein Weltklasse-Konzept, das nicht funktioniert. Und St. Pauli ist ein gutes, solides Zweitliga-Konzept, das nächstes Jahr nach dem Aufstieg dann nicht mehr funktionieren wird. Aber so, und als HSV-Fan muss man echt viel mitmachen, das war in den letzten Jahren. Für unsere Umfragewerte zu viele Mikros. Martin Weig, lies doch, was du lesen möchtest. Und wenn es Sellner ist oder Höcke, also ich meine, das ist ja auch eine Lesefrucht, wenn Höcke in seinem Buch von wohltemperierter Grausamkeit spricht. Wir können uns in Deutschland nur langsam mal angewöhnen, dass zwischen dem Buch und der darin angedrohten Jahrtausendkatastrophe wir vielleicht noch mal ein Stöckchen in die Speiche werfen, auch wenn wir Freidemokraten sind. Freiburger hat auch seine Fans, Pauli, Steinmeier, als Bundespräsident abgelehnt. Ja, ich weiß nicht, was danach kommt. Es gibt jetzt eine Initiative von Malu Dreyer, dass es der nächste Steinmeier muss eine Frau sein. Wieso jetzt, da kommen viele, die sagen, wir können nicht alle Fragen beantworten. Da kommt nämlich echt viel rein, das schaffen wir gar nicht. Okay, ich konzentriere mich jetzt mal mehr auf Fragen. Ja, ich habe das Gespräch Schröder-Reichelt gesehen und habe eine sehr ambivalente Meinung dazu. Stellt sich Michelle Obama noch? Ich würde es mir tierisch wünschen, ich fände es richtig cool. Der Hamburgerin tut's weh, Viola tut mir leid, ich weiß nicht was. Harald hätte keinerlei Bock drauf, das stimmt. Harald möchte nichts Serielles mehr machen. Wir produzieren ja seit Jahr und Tag Gysi und Schmidt. Und hier ist, glaube ich, mit Harald Schmidt gemeint. Und ob wir einen Podcast machen? Nein, der wird nichts Serielles mehr machen. Der hat keinen Bock auf so Comeback-Versuch-Schlagzeilen. Hat er auch nicht nötig. Der Scheitel ist auf der falschen Seite. Da kannst nur du gemeint sein, Jürgen. Mhm. Wer ist Welke? das ist... Ich habe seit 35 Jahren kein Fernsehen. Von Frühstücksradio. Nee, das ist, kein Fernseher haben ist keine Ausrede. Welke gibt es auch einen sehr schönen Podcast. Und wie gesagt, ihr in Ostwestfalen, Südniedersachsen könntet ihn vom Frühstücksradio kennen. Natürlich. Wo auch Dietmar Wischmeier war, die wunderbare Sabine Bulthaupt. Oliver Kalkofe, also absolut Streamteam müssen die da. Ich muss dir vorstellen, dass die da morgens um 6 für großartig. 30 Mark Honorar, damals schon. Ja. Ich werde nie die Sendung vergessen, wo sie bei der Zeitumstellung einfach eine Stunde später angefangen haben. Und es war eine Stunde nichts. Und ganz viele Leute haben gewartet. Das war großartig. Warum Frau beides? Finde ich gut, dass man da mal mit einer Doppelspitze als Bundespräsident antritt. Geile Idee. Meine Angst vor Trump ist sehr groß. Ja. Zumal die Europäer, glaube ich, nicht so richtig auf das Brett kommen, sich zu überlegen, was man denn mal so ohne den großen Bruder anstellen könnte. Der Pleitegeier schwebt enorm über alle. Der nächste Steinmeier. Ich finde den ja nicht so schlimm, den Steinmeier. Also ich habe mich sehr geärgert, dass er unter dem ersten kleinen Windchen der bellizistischen Publizistik aus seiner eigenen Entspannungspolitik ausgetreten ist mit Aplomb, nur weil der Krawalleur Melnik immer auf den Bundespräsidenten rumgehauen hat. Und jetzt hat schon in so kurzer Zeit die Geschichte bewiesen, was Melnik für einer ist und dass Steinmeier es nicht nötig gehabt hätte. Heike, schafft Martin Sonneborn es wieder ins EU-Parlament? Das hoffe ich sehr. Ich werde mir immer die Hand abhacken, ihn zu wählen. Das macht mich jetzt sehr unsympathisch.
weil halt keine Partei dahinter steht, die irgendwie bündnisfähig wäre. Aber ihn als Person und als das, was er als Abgeordneter in einem ganz unsatirischen Sinne leistet, knie vor nieder. Finde ich toll. Außerdem darf ich ab und zu Autogrammkarten unterschreiben, wenn die Leute denken, hat eine Glatze, blaue Augen, ist alt, macht Witze, ist Martin Sonneborn. Wobei mir Martin erzählt hat, der hat auch schon mal als Friedrich Küppersbusch ein Autogramm gegeben. Ja, ist auch mal umgekehrt, ne, dass sie dich mit Sonneborn verwechseln. So hatte ich gerade erzählt, aber ja, habe ich nicht zugehalten. Ja. Nee, ich lese hier zwischendurch, da geht mir schon mal was durch. Also das geht mir ein bisschen weit. Zum Glück sitzt in Russland Putin und nicht Kandidaten wie Flak Zimmermann oder Baerbock. Und nee, also da, ich wünsche dir nicht, dass du das ausprobierst, was du da schreibst. N.A. Ja, natürlich, Marc. Das ist eigentlich unbegreifbar an 340 Millionen Volk und die stellen zwei Menschen auf, die noch älter sind, als ich aussehe. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Propylen hat seine Vergangenheit mit der SPD Lippe Detmold, aus der, ich glaube, das ist Bezug zu Steinmeier, ne? Mhm. Ist Steinmeier ein Architekt der Agenda 2010? Also im Wesentlichen war das die Bertelsmann Stiftung, Harz, Doris Schröder-Kopf, von der ist der Name. Ja, war Kanzleramtsminister. Ja. Er ist dafür verantwortlich, dass Mehmet Kurnaz im Knast verschimmelt ist, mit einem Gutachten von... Boah, diese Fragen immer, keine Ahnung. Ich habe es hier an diesem Tisch habe ich es erklärt. Ja, das Gutachten, das Kanzleramtsminister Steinmeier benutzt hat, um Mehmet Kurnaz im Guantanamo verschimmeln zu lassen, stammte von... Wir hatten es heute schon in der Show. Kinder, echt, das ist so anstrengend mit euch. Ich mache das nur für euch. Aber wir ignorieren das einfach. Hans-Georg Maaßen. Ole Amlo Wengler. Hey, hi. Ich fand das zwiespältig, Music on Vox, weil ich auch nach Schröders Auftritt bei Reichelt immer noch nicht weiß, ob man diesen Kanal durch Anwesenheit aufwerten soll. Und ob man die maximale Konfrontation, die da irgendjemand zum Nachdenken bringen könnte, ob man die überhaupt schaffen kann. Oder ob man nicht am Ende da steht und sagt, ich durfte mein Buch hochhalten, alle fanden mich scheiße, aber vielleicht kauft es einer. Das fände ich traurig. Wir hatten jetzt Werbung da drin. Das geht nicht. Werbung gehabt. Ich glaube, die User haben einen Werbeblocker. Wir sind die einzig Doofen hier. Volker, ja, dann bleib dabei und hau eine Frage raus. Boah, der Steinmeier hat echt nicht viel Sympathie, es erstaunt mich. Ja. Also ich fand Gauck, diese Ein-Mann-Sekte, Kommunistenfresser von Geburt an, oh, ich fand den echt anstrengend. Dieser Köhler war völlig überfordert. Ich fand Christian Wulff, ich weiß nicht, ob der wirklich fertig gemacht worden ist, weil er diesen Satz übernommen hat ja in Wirklichkeit, der Islam gehört zu Deutschland. Ich fand den aber bei weitem nicht so schlimm, wie er von einer Medienmischpoke aus Bild, Süddeutsche, Spiegel und FAZ niedergeschrieben worden ist. Aber vielleicht mag ich an Steinmeier auch eher, dass wir unter ihm als Außenminister noch eine aktive Außenpolitik hatten. Also Stichwort Wiener Konferenz für Syrien, Stichwort Atomverhandlungen mit Iran. Da hat er versucht, zum Frieden zu gestalten. Das rechne ich ihm vielleicht zu hoch an in euren Augen, kann sein. Kann es sein, dass du die jetzige Außenministerin für nicht so gut hältst? Leon Herbst hat auch Werbung, Jürgen, um deine Frage wirklich, ich will da nicht ausweichen. So, Gauck Igitt, Propylen, mein Mann. Ja, Heinemann war gut. Lieben Sie das Vaterland? Nein, ich liebe meine Frau. Mehr braucht man nicht, so kommt man auf eine Briefmarke. Habt ihr noch Heinemann-Briefmarken? Werbung nur für Noobs. Ich kann das wirklich lesen, was du gerade schreibst, Chris, ja. 44. Steinmeier hatte nicht so tolle Bilder. Ja, das doch. Woher kommt gefühlt weltweit dieser Wunsch nach dem vermeintlich starken Mann, also Autorität? Genau. Erstmal finde ich die Frage schon in ihrer transportierten Aussage goldrichtig, weil das hatten wir eben auch ein bisschen mit Stiftung Wagenknecht und AfD, dass man immer noch in diesem alten Schema links-rechts diskutiert und ich meine, dass die Debatte läuft im Moment viel mehr zwischen frei und autoritär. Und diese Sehnsucht nach Autorität kommt für meinen Geschmack daher, dass die Welt
sichtbar und damit unübersichtlicher geworden ist. Also wir können ja heute alles wissen oder googeln oder sehen und dann kommt die Globalisierung und dann kommt unser Essen wahrscheinlich irgendwie aus China und die Tasse kommt aus noch weiter weg, Dortmund. Und wir haben Ängste und der vordemokratische oder möglicherweise auch postdemokratische Affekt ist dann, da müsste doch jetzt mal jemand und schon ist der Wunsch nach einem starken Mann da. Ein Friedenssong für den ESC. Was halte ich von dem aktuellen, oh, das war scheiße. Ich habe das Lied nach diesem Ausscheid gehört und habe in meiner Familie völlig unreflektiert rumgeschrieben, sicherer letzter Platz, was ist das denn? Das habe ich vergessen, während ich es hörte. Und ich habe das in meiner Familie rumgeschickt, weil da gibt es zwei Menschen, die sich da sehr für interessieren und die fanden beide das Lied gut. Das war, ich weiß nicht, ob es verletzend von mir war, aber nett war es nicht. Morgen ist Frauentag. Welche Frau bewundern Sie am meisten neben Ihrer Ehefrau? Neben meiner Ehefrau die Nebenfrau. Klar, ich habe keine Ehefrau. Deswegen kann ich immer direkt die Nebenfrau lieben. Gut, ne? Ja, jetzt. Jetzt, wo ihr zu alt dafür seid, sage ich es euch, wie es geht. Satire, spaßige, eloquente Bemerkung von Herrn K. in Vorkriegszeiten, sehr witzig. Ja, das ist die Waffe, die mir zu Gebote steht. Es kommen so viele kurze Sachen. Mhm. Da können wir gar nicht viel... Der neue Bundespräsident sollte wieder singen, das bezieht sich auf Walter Scheel, auf das gelbe Wagen, ja. Das Internet dient als Brandbeschleuniger, ja, wenn sich das auf diese Autoritätssehnsucht, sehe ich genauso. Heinrich Lübke war geil, Christoph Sollmann Steinmeier ist jedenfalls nicht der, nee, ist er auf gar keinen Fall, den Eindruck habe ich auch. Hast du Oppenheimer schon gesehen? Ja. Und? Ich habe beide Filme des Jahres 23 gesehen, Oppenbarbie und Barbenheimer. Und Oppenheimer finde ich eine Katastrophe. Echt? Ich fand den super. Echt? Ja. Ich fand den richtig gut. Ich finde, wenn eine amerikanische Nuklearwaffe in Japan hunderttausende Menschen ermordet und ja, ein Film handelt über 90 Minuten davon, wie schwer das aufs Gewissen zu nehmen ist für amerikanische Patrioten. Ja. Da kam ein das Bild, ja, und das war in dieser Traum-Paranoia-Collage, wo der Korpus eines zu Asche verbrannten, offenbar japanischen Menschen, das huschte da in dieser Traumsequenz so durch. Ansonsten kam in diesem Film über eine Waffe, mit der hunderttausende Menschen ermordet worden sind, kamen die ermordeten Menschen nicht vor. Das, ja, aber das war ganz schlimme Befindlichkeit. Ich bin ein toller Nukleartechniker und muss so viele Menschen umbringen. Aua, aua. Ja, das war ja in dem Film tatsächlich auch nur eine, darum ging es ja im Grunde genommen auch nicht. Es ging um den Gewissenskonflikt, den diese Menschlein hatten. Der ist unter anderem um diesen Gewissenskonflikt. Es ging um einen unheimlich schlechten Einstein-Darsteller. Ja, der war nicht gut, das stimmt. So. Der sah so wie so eine Karikatur aus. Und bei Barbie aus, finde ich, ich wechsle jetzt das Thema, um von Jürgen keinen Widerspruch zuzulassen. Redaktionsleiter, schön und gut, aber es gibt Grenzen. Das ist hier immer noch ein basisdemokratischer Betrieb. Jetzt aber fandest du nicht gut, oder? Nein. Na gut, dann sind wir uns da einig. Also, dass die überhaupt in die Nähe von irgendeinem Oscar kommen mit diesem Firlefanz. Meinst du, die kommen? Montag ist die Entscheidung. Ne? Das ist auch wieder so geil. Die Taz fragt mich dann, die haben die Fragen schon geschickt, weil in Berlin ja Feiertag ist morgen, was denn zur Oscar-Entscheidung zu sagen ist. Der Reichel wirkte wie unter Drogen. Also, es muss eine Täuschung sein. Und er überdreht ist ja sein zweiter Vorname, ne? Serdar-Fan, vielen Dank. Manchmal denke ich, dass hinter Serdar-Fan sich Serdar verbirgt. Wo Hati gefällt das Format, für ihn geht es aber zu schnell, um sich in ein Thema einzubringen. Ja, das geht auch schnell. Das ist ja, das stimmt. Wir haben auch überlegt, also wir haben jetzt diesmal vom letzten Chat auf heute aufgerüstet, dass Jürgen besser mitwirken kann, dass man ihn sieht, dass der Ton besser ist. Sorry, zweite Kamera. Ob man Irrgang vom FC Energie Cottbus ist mit dem Studio. Es ist Energie Cottbus, ja, ne? Und da hat er auch gespielt. Der Detlef. DFB-Pokal 97. Marco
Hat noch kein Mikro. So, und dann hatten wir letztes Mal auch diskutiert, ob wir ein Thema setzen sollen. Oder ob wir euch vorher drei Themen anbieten. Oder ob ihr sagt, so, darüber wollen wir mit dir, wollen wir mit euch eine Stunde reden. Können wir gerne machen im nächsten Schritt. Wir lernen. Wir sind eine biologische Intelligenz. Genau. Also wir sind auf jeden Fall biologisch. Das lässt sich... Da bin ich sicher. Ja, da ziemlich sicher, ja. Ja, das finde ich ja auch spannend. Also da sind wir auch, wenn es tatsächlich darum gehen sollte, dass hier einzelne Fragen mal... Danke, Taja. Dann müssen wir uns natürlich auch ein bisschen besser vorbereiten noch so. Aber da kommt ja schon viel rein. Also im Moment sind wir gerade 546 Zuschauer parallel. Ja, das ist super. Und hör mal, sag. Schon. Nö, alles gut. Ignorama hat gerade was geschrieben, ist bei mir leider aus dem Sichtfenster schon raus. Aber du hast das Gefühl, dass es bald die Deutschen nicht mehr gibt. Kannst du da nochmal genauer schreiben, was du meinst? Karl-Heinz Müller, danke. Feiere den Superchat. Ich drücke jetzt mal so ein Herzchen für Karl-Heinz Müller. Ich hoffe, dass... jetzt habe ich den Chat weggedrückt. Ganz? Ja. Tandada. Vielleicht kann man zurückgehen. Ja, guck, so. Hast du ihn da wieder? Yes. Ich bin schon Wahnsinn, ein bisschen Computer-Nerd. Fuchs, ne? Ich fand ich auch. Also, wow. Was das angeht, da gehen wir immer, wenn es EDV-Probleme gibt. Sisse, jetzt, wie viel lange haben wir noch? 2 Minuten, reden wir doch mal über Israel. Ja, bringen wir uns doch mal um. Können wir gerne machen, aber dann lass uns von mir aus direkt nächste Woche einen Chat machen. Interessiert mich sehr, weil wir sind hier in der Truppe komplett ambivalent. Ich glaube, da greife ich jetzt niemandem über den Kopf. Es gibt kein schweres Thema. Können wir gerne mal machen. Gut. Nachricht zurückgezogen, Nord vor Mucke. Das ist auch gut. Nachricht zurückgezogen. Daddy, das Deutsche ist ein Hohlwort. Okay. Karl-Heinz Müller hat das Herzchen gehört sogar. Was sagst du zu den Mark 82, was sagst du zu den Nord Stream Hirsch-Recherchen? Also ich fürchte, dass da so eine Kennedy-Nummer draus wird, dass man noch in 50 Jahren unsere Enkel beschallt mit. Jetzt haben wir es aber wirklich rausbekommen. Ich finde sehr, also jeden verdächtig, wie eben Strazi oder Kiesewetter, die jetzt schon wissen, dass es der Russe war. Bei Kiesewetter ja besonders interessant, dass der in der parlamentarischen Kontrollgremium, so heißt es inzwischen, sitzt, wo CIA und niederländische Geheimdienstler vorgetragen haben, dass es einen Verdacht gegen ukrainische Akteure gibt. Und dann geht er raus und sagt, ich darf nicht aus dem Kontrollgremium berichten, aber es ist ja wohl klar, dass es der Russe war. Das ist mit bloßem Auge von der Lüge nicht mehr zu unterscheiden. Also jeder, der sich jetzt festlegt, ist mir eher verdächtig. Interessant ist natürlich, dass die schwedische und die dänische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat und gesagt hat, nee, das soll mal die Deutsche machen. Und Schaller sagt, ich vertraue auf unseren Rechtsstaat. Welche Rolle hat Satire in der politischen Meinungsbildung? Die sind ja immer, viele glauben ja sozusagen, dass du mehr daraus kriegst, als aus klassischen Nachrichtensendungen. Ich finde ja auch House of Cards tatsächlich erfährst du mehr über amerikanische Innenpolitik als bei vielen anderen Sachen, die man so mitkriegt. Factual-Sachen. Also kann Satire noch besser aufklären mittlerweile heute als die Aufklärer? Nein. Also wir haben jetzt in den letzten 4-5 Jahren eine Situation, die mir auch Angst macht, weil die Satire in der Corona-Politik und in der Ukraine-Politik den Standort gewechselt hat. Satire ist immer ein Zähneblecken, ein Lachen von unten nach oben und darin eine Waffe. Eine sehr schöne Erzählung bei Desmond Morris, der nackte Affe, dass das Lachen eigentlich das Zähnezeigen ist. Also Lachen ist die freundlichste Art, aggressiv zu sein. Und das ist ein Mittel von unten nach oben. Und bei Corona und bei der Katastrophe in der Ukraine stand sehr viel Satire an der Seite der Herrschenden, hat Witze über die Regierten gemacht. Und da entleert sie sich endgültig ihrer Aufgabe. Das heißt jetzt nicht, ich bin bei Corona auch mehr der Langweiler, der sagt, ich vertraue meinem Arzt, der hat's studiert, ich nicht. Dass ich sage, man muss jetzt Witze über kompetente Mediziner machen. Wenn die sagen, es ist eine Pandemie, seien wir lieber mal vorsichtig, dann sage ich, ja gut, sind wir vorsichtig. Aber diese Tendenz,
die ja im Moment auch, das ist ja auch eine Kritik über Satire im Fernsehen im Moment, das teile ich leider und finde keinen rechten Ausweg daraus, weil es wäre mein Leben wäre bequemer, wenn ich sagen könnte, nö, läuft alles super mit der deutschen Satire, als winziges Teilchen davon. Ja, ich meine, eigentlich sollte man in keine Richtung Fesseln anlegen. Gute Witze bleiben halt gute Witze. Und wenn die da oben Scheiß machen, macht es umso mehr Spaß, wenn unten sich Bewegung, weil die haben ja Macht, ne? Mittlerweile kommt ja von unten auch was Neues hoch. Das ist ja nicht immer hilflos und darüber darf man sich nicht lustig machen. Wenn es zu billig wird, da gebe ich dir recht. Aber wenn sich das organisiert und Bahn bricht, dann dürfen die auch schön eine rübergezogen kriegen. Cellü, danke. Und Andreas Thaler auch. Ne? Geiles Buch doch. Wollen wir das mal hier empfehlen? Der nackte Affe von Desmond Morris. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Mhm. Kann ich wirklich empfehlen. Also es ist nicht unumstritten gewesen zu seiner Zeit, weil Desmond Morris konsequent den Menschen als Tier sozusagen gesagt hat, Anthropologie brauchen wir gar nicht, dass der Mensch ist erweiterte Zoologie und uns so betrachtet hat. Und ich meine, dass ich da ganz viel lernen konnte. Gut, wir sind eine Stunde. Ja. Dann sind wir durch, oder? Wie ihr wollt. Wir könnten jetzt so ganz populistisch fragen, wollt ihr noch? Vielleicht sind wir mit der Antwort nicht glücklich. Warte. Inwieweit trägt der Journalismus zur Formung kollektiver Erinnerung und Geschichtsschreibung bei? Ja, lass uns da nochmal eine Session drüber machen, weil das ist, also ich kann jetzt so eine Binse sagen wie die Sieger schreiben Geschichte. ZPF, ZPS. Thomas, du schreibst dich da an was Wichtiges ran. Ich glaube, du bist an einer heißen Sache auf der Spur. Ja, da sind die Zugabenforderungen, die ich gefordert habe. Ja, und ein Gitarrensolo kannst du doch noch machen, oder? Ich habe jetzt nichts geübt. Ja. Ich spiele dann immer nur E-Dur-Blues. Das wird super langweilig. Ja. Ja, danke, ihr Lieben. Nee, wir machen jetzt gleich den Laden zu hier. Müssen auch alle noch in die Haia. Und ich fahre noch nach Dortmund mit so einem Prozessschild gegen Greta Thunberg. Fährt jeden Abend nach Dortmund, Doppelpunkt. Und danke für die Learnings, die ihr uns mitgegeben habt, dass das heute technisch sauberer ablief. Und lasst uns die das mal weiterführen, dass ihr sagt, okay, wir wollen ein Thema auswählen dürfen oder wir wollen ein Thema vorschlagen. Ja, ne? Das finde ich auch gut. Ja. Jürgen hat heute so ein bisschen, danke dir dafür, so im Adleraugenverfahren geguckt, ob sich da ein Monothema raustut. Aber ich glaube, wir sind doch viel gesprungen. Ja. Und da bin ich gerne dabei. Super. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke euch. Danke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und danke an René, den haben wir jetzt nicht so erwähnt. Ja, stimmt. Ne, René Fischel draußen. Der macht das jetzt alles möglich. Der drückt auf den Schalter und wir sind alle tot. Der hat das bestimmt schon abgeschaltet. Der ist schon gegangen. So eine Stunde.